Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Jetzt der dritte Versuch schon, da irgendwie mein Aufnahmeprogramm Fortnite nicht richtig aufnimmt und ihr die ganze Zeit im Prinzip nur hier den Loading-Screen sehen könnt. Ich hoffe, dass jetzt funktioniert. Auf jeden Fall gibt es im Item-Shop neuen Skin, und zwar den Steinherz-Skin. Ist auf jeden Fall nice, finde ich deutlich besser als die männliche Variante, kann man sich definitiv kaufen. Dazu gibt es die Herzschmerz-Spitzhacke als Doppelspitzhacke. Dann haben wir wieder das Sturmlicht-Set, im Prinzip aus Season 9 mit dem ganzen Neo-Zukunftsstilen. Einmal mit Schimmer und einmal ohne Schimmer, genauso wie die männliche Variante. Wobei ich die weibliche Variante vom Design besser finde. Hinten auch ein ganz nettes Backpack. Im Prinzip bei der weiblichen Variante ist alles nur in rosa bzw. pink gehalten. Dazu gibt es die Spaltlicht-Spitzhacke. Hier frage ich mich eigentlich, warum die nicht zwei Stile hat, weil die ja so im Prinzip nur zur Route, zur Nachtglanz, zum Nachtglanz Charakter passt und nicht wirklich zum nicht wirklich zum anderen Skin, zum Sonneneruptionsskin. Deshalb hätte ich mir hier eigentlich noch einen zweiten Stil gewünscht. Als nächstes haben wir den Fledergleiter. Ist ein definitiv ein nicer Gleiter. Kann man sich definitiv kaufen. Für 800 V-Bucks sieht auf jeden Fall vollkommen klar. Dann haben wir die strahlende Axt. Ist jetzt nichts als Spezielles. Aber die Schlürflackierung ist eine nice Lackierung, wobei sie natürlich auch episch ist, damit 700 V-Bucks kostet. Die meisten animierten Lackierungen liegen ja bei 500 V-Bucks. Deshalb nochmal 200 V-Bucks dafür mehr ausgeben, ist hier mal die Frage, ob man es machen will. Dann haben wir den Schmetterline-Charakter. Hat definitiv ganz nice Farben hier. Und das Backpack hier mit den Schmetterlingsflügeln sieht auch ziemlich nice aus, kann man sich definitiv kaufen. Dann haben wir den Hirnüberladungs-Emote. Finde ich cool. Für 200 V-Bucks geht das auf jeden Fall vollkommen klar. Dann haben wir die Battle Pass-Stufen. Auch wenn man noch sehr weit vom Battle Pass Level 100 entfernt ist und den unbedingt haben will, dann kann man das definitiv kaufen. Dann haben wir Elektrolaune als Emote. Nice Musik. Nice Bewegung. Und als letztes haben wir noch wie eine Statue als neuen Emote, passend zum Steinherz-Charakter. Kann man sich definitiv auch kaufen. Das war's mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.